So, also Magnus, mach mal einen leckeren Laperoni Espresso. Das Problem bei einer Laperoni, das sagt schon der Name, das ist der sogenannte La, das ist der weibliche Artikel im Italienischen. Und die Laperoni ist eine Frau und die ist halt sehr, sehr launisch. Ja? Man braucht sehr lange Zeit, um das Ganze irgendwo in den Griff zu bekommen. Das ist eine große Parallele zu einer Frau im Leben. So, wie macht man das Ganze? Das Wichtigste ist, dass die Laperoni mal ordentlich aufgewärmt ist. Und zu diesem Zweck braucht man dann auch einen speziellen Kaffee. Wir verwenden hauptsächlich Illy-Kaffee, weil der hat genau den optimalen Mahlgrad. Zu Beginn gehe ich her und wärme das Sieb und die Tasse vor, indem ich einfach den leeren Siebträger, der ist leider noch ein bisschen verschmutzt, nehme und einmal mit warmem Wasser durchspüle. So, wenn die Tasse mit warmem Wasser angefüllt ist, lasse ich die warme Tasse ein bisschen stehen und reinige mit einem Tuch den Siebträger. Zuerst den oberen und dann den unteren. Anschließend fülle ich den Kaffee ein mit der richtigen Portion, ein gestrichener Löffel. Das Ganze mache ich natürlich über der Kaffeedose, um keinen Kaffee zu verschwenden, und streiche das Ganze glatt. So, das nächste, das Wichtigste ist der sogenannte Druck. Dazu verwenden wir einen speziellen Stößel, der dafür genormt ist. Man presst ungefähr mit 13 Kilogramm pro Quadratzentimeter drauf. Dreht das Ganze noch. Und wenn der richtige Druck vorhanden ist, kann man damit anfangen. So, Maschine ist vorbereitet. Jetzt geht man her und leert das warme Wasser weg. So, die Tasse ist jetzt sehr, sehr heiß. Ja, vorsichtig. Man stellt es drunter und macht jetzt einen Shot. Man wartet jetzt ungefähr 5 Sekunden, bis die ersten Tropfen kommen. Und jetzt presst man zügig mit einem Druck herunter. Das duftet aber schon lecker. Anschließend hat man natürlich die richtige Crema. Für den Crema-Test verwendet man einen Löffel Zucker und der Zucker muss langsam in der Crema verschwinden. Perfekt. Ende. Da werden wir den doch gleich mal noch kosten. Oh, die Tasse ist heiß. Hervorragend, Magnus. Das würde ich jetzt mal einen echten Schurkenkaffee taufen. Na.